Kletterpflanzen gibt es in vielen Gattungen und Arten. Die meisten mehrjährigen Kletterpflanzen werden im Container angeboten und können das ganze Jahr über gepflanzt werden. Nur bei Frost und großer Hitze sollte man den Pflanzzeitpunkt etwas verschieben. Einjährige Pflanzen können im Topf gekauft werden, aber auch selbst aus Samen gezogen werden. Kletterpflanzen werden unterteilt in Selbstklimmer, die mit Hilfe von Haftwurzeln an Hauswänden, Mauern und Zäunen emporwachsen, und Gerüstkletterer, die eine Rankhilfe benötigen. Bei der Auswahl des Standortes sollte also ebenfalls berücksichtigt werden, welche Kletterbedingungen gegeben oder geschaffen werden können. Die großblumigen Clematis-Hybriden tolerieren beispielsweise einen sonnigen Standort, brauchen aber unbedingt einen schattigen Fuß. Der Wurzelbereich sollte demnach mit einem Bodendecker, einer Mulchschicht oder auch mit ein paar größeren Kieselsteinen abgedeckt sein. In Beeten entlang von Mauern oder Zäunen gepflanzt, sorgen Clematis ebenso wie einjährige Kletterpflanzen für einen schnellen Sichtschutz und eine üppige Blütenpracht, auch in neu angelegten Gärten. Aber sie eignen sich auch hervorragend als reich blühende Kübelpflanzen auf Terrasse und Balkon. Die Auswahl der Kletterpflanze sollte zu den gegebenen Bodenverhältnissen passen. So gedeihen Clematis-Hybriden auf humosen, durchlässigen Gartenböden. Efeu verträgt auch leicht sauren Boden. Vor der Pflanzung kann der Boden durch die Gabe organischer Langzeitdünger verbessert werden. Soll ein Gerüstkletterer gepflanzt werden, muss zunächst die Rankhilfe angebracht oder aufgestellt werden. Als Rankhilfen können Spaliere, Pergolen, Flechtzäune, aber auch Rankseile dienen. Selbstklimmende Kletterpflanzen benötigen keine Rankhilfe. Das Pflanzloch wird in unmittelbarer Nähe zur Rankhilfe, der zu begrünenden Wand oder Mauer gegraben und sollte ungefähr doppelt so groß sein wie der Container oder Ballen der Kletterpflanze. Anschließend wird der Boden gelockert und die Pflanze gut gewässert. Bei wurzelnackter Ware erfolgt ein leichter Rückschnitt der Wurzeln. Bei der Pflanzhöhe gilt die Faustregel, dass die Pflanze auf keinen Fall tiefer eingepflanzt werden sollte, als sie in der Baumschule gestanden hat. Steht die Pflanze im Pflanzloch, kann die Erde angefüllt werden. Wichtig dabei ist, immer wieder vorsichtig an der Pflanze zu rütteln, damit die Erde zwischen die Wurzeln fallen kann. Ist das Pflanzloch gefüllt, wird die Erde vorsichtig angedrückt. So wird ein optimaler Bodenschluss gewährleistet. Die Pflanzscheibe kann nun mit Mulch abgedeckt werden. Bei Clematis ist dies unbedingt erforderlich. Selbstklimmende Kletterpflanzen werden meist mit einem Bambusstab angeliefert. Dieser sollte an der Pflanze verbleiben und kann nach der Pflanzung an die Mauer oder den Zaun gelehnt werden. Die Pflanze findet dann, wie der Name bereits andeutet, selbst ihren Weg. Eine Befestigung des Stabes oder der Triebe ist nicht nötig. Bei nicht selbstklimmenden Pflanzen sollten die Triebe vorsichtig mit Bast, dünnem Kokosseil oder speziellen Klammern an der Rankhilfe befestigt werden, um ein erstes Festranken zu unterstützen. Diese Bindungen sollten im folgenden Jahr überprüft und wenn möglich entfernt werden, um ein Einwachsen der Triebe zu vermeiden. Wird eine Kletterpflanze einzeln gepflanzt, so ist nur der Abstand von Mauer, Wand oder Zaun von Belang, der in der Regel zwischen 5 und 15 cm betragen sollte. Starkwüchsige, holzige Arten wie Kelastrus, der Baumwürger, und Wisteria Blauregen müssen in größerem Abstand gepflanzt werden. Bei der Wahl des Standortes sollte bedacht werden, dass diese Pflanzen mit ihren Stämmen echten Schaden an Dachrinnen, Fallrohren und Zäunen anrichten können.